So, good morning in the morning. Zum Frühstück gibt es heute Finnkornbrötchen mit ein bisschen Butter, Schinken und Grana Padano ist dazwischen. Und oben drüber zwei Spiegeleier mit Salz, Pfeffer und Paprika gewürzt. So, meine Lieben, und zum Mittagessen gibt es heute gefüllte Spitzpaprika. Nom nom nom, ihr kennt das schon aus meinen Food Diaries. Und ja, wer es noch nicht kennt, dem verlinke ich das Rezept oben links im Bild. So, meine Lieben, das ist mein Abendbrot heute. Und zwar einmal zwei Eiweißbrote mit Eiersalat. Diesmal nicht der von Aldi, sondern der von Netto. Ich muss sagen, der schmeckt ein bisschen anders. Also hier schmecke ich voll den Zucker raus, was wirklich sehr, sehr schade ist. Ja, 2,9 Gramm Zucker sind hier sogar drin. Und 5 Gramm Kohlenhydrate. Ja, also den von Aldi finde ich besser. Und dazu gibt es zwei Frühstück-Muffins. Ich habe nämlich heute noch Muffins gebacken. Und zwar sind das diese Sophia Thiele Frühstücksmuffins bzw. Frühstückskuchen. Also sie hat den Frühstückskuchen gemacht und ich habe jetzt Muffins draus gemacht. Hatte ich euch aber schon im letzten Monat gezeigt. Und hier sieht das so aus. Also die gibt es dann morgen zum Frühstück. Und ja, den habe ich schon gegessen. Good morning in the morning. Zum Frühstück gibt es die Frühstücksmuffins und zwar 7 Stück. Ja, und dazu gibt es ein Glas Milch. So, und zum Mittagessen gibt es heute lecker Chili con Carne ohne Reis, da es Low Carb ist. So, mein Abendbrot heute. Zwei Eiweißbrote, eins mit Schinken und das andere mit Eiersalat. Und rechts habe ich mir so einen kleinen Snack gemacht. Und zwar ist das ein Apfel. Also ein Apfel mit Erdnusscreme von Alnatura Crunchy. Und das ist sogar Low Carb geeignet. Es hat nämlich, wo steht's, hier 9,2 Kohlenhydrate. Davon 3,5 Gramm Zucker. Und es schmeckt fantastisch. Hätte ich nicht gedacht. Es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Good morning in the morning. Zum Frühstück gibt es heute Oatmeal mit Kokosraspeln und zwei Oreo-Keksen. Und dazu wie immer ein schwarzer Tee mit Zitrone. So, und das ist mein Mittagessen heute. Orientalischer Putentopf mit Reis. Und ja, das Rezept verlinke ich euch mal oben links im Bild. Und so schaut das Ganze auf dem Teller aus. Nom nom nom. Good morning in the morning, meine Lieben. Heute gibt es Birchermüsli zum Frühstück, selbst gemacht. Und ja, das habe ich gestern Abend hergestellt. Und das musste halt über Nacht im Kühlschrank ziehen. Und ich bin mal gespannt, wie das so schmeckt, weil das ist ein anderes Rezept, als das ich sonst immer mache. So, und so sieht das Ganze jetzt im Behälter aus. Ja, wie soll man Bechamel-Müsli schön dekorieren? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall lasse ich mir das Ganze jetzt schmecken. So, meine Lieben, heute gibt es zum Mittagessen lecker Feta Gemüsepfanne. Es ist hier so eine Magifix und ich habe gehört, das soll sehr, sehr lecker sein. Und wie gesagt, nur gesunde Zutaten, also Feta, Tomate, Paprika und Frühlingszwiebeln. Ich habe jetzt aber eine normale Zwiebel genommen, weil ich vergessen hatte, Frühlingszwiebeln zu kaufen. Und dazu, da ich das nicht so ohne Beilage essen möchte, gibt es dazu, ratet mal, es gibt nämlich Reis. Und so sieht das Ganze auf dem Teller aus. Und ich kann euch sagen, das schmeckt wirklich Bombe. Es schmeckt so, so lecker. Good morning in the morning. Zum Frühstück gibt es heute Oatmeal. Als Topping habe ich Müsli genommen. Und zwar Knusper-Schoko-Minze von Köln-Müsli. Schmeckt sehr lecker, ja doch, kann ich auch weiterempfehlen. Und dazu wie immer ein Tee und diesmal ist es ein grüner Tee. So, meine Lieben, zum Mittagessen gibt es heute leckere Gemüsepfanne mit Reis. Und zwar habe ich Hähnchenbrust angebraten, ein paar Bohnen dazu gegeben, eine rote Paprika, ein paar getrocknete Tomaten. Und das war's. Dann habe ich noch diese passierte Tomaten reingetan, gewürzt, Salz, Pfeffer, vorher noch Fleischgewürz und dann noch so ein Gemüsegewürz. Und ja, das war's. Ja, das war's und ich lasse es mir jetzt schmecken.
So, und zum Abendbrot gibt es heute Knäckebrot. Einmal mit Hähnchen, Brustfilet. Und zwar diese hier ist das. Die kaufe ich immer wieder gerne nach. Und das andere ist mit Hofgemüse. Ja, Tomato Pesto. Ja, und bin mal gespannt, wie das so schmeckt. Good morning in the morning. Zum Frühstück gibt es heute Porridge und zwar nach dem Rezept von Darum. Und ja, das ist jetzt heiß, weil ich das im Topf gekocht habe. Aber ich lasse es mir jetzt schmecken. So, meine Lieben, und zum Mittagessen gibt es heute Hähnchengärtnerin. Unten drunter befindet sich wie immer der Reis und ich zeige euch das mal. Das sieht nämlich so aus, Hähnchengärtnerin. Oder auch so. Und das ist wirklich sehr, sehr lecker. Probiert es aus. Ist Low Carb geeignet. Und ja, gibt es bei Aldi in der Tiefkühltheke. Ja. So, meine lieben Food Junkies. Und zum Abendbrot gibt es heute zwei Mehrkornbrötchen mit Kräuterschmelzkäse und Lachs. Nom, nom, nom. Das kennt ihr ja bereits schon von mir. Und dazu gibt es einen Milchdrink in Schokolade, den habe ich jetzt neu entdeckt bei Aldi. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das so schmecken wird. Good morning in the morning. Zum Frühstück gibt es heute Lachsbrötchen. Und zwar sind das die Mehrkornbrötchen mit Kräuterschmelzkäse und Lachs. Nom nom nom. Schmeckt wirklich so, so gut. Und dazu gönne ich mir heute einen Milchdrink in Vanille. Den habe ich bei Aldi aus der Kühltheke bzw. aus dem Kühlschrank. Kostet 79 Cent für 500 Milliliter. Und ja, den kann ich wirklich sehr empfehlen. Der schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Das könnte ein Dupe von Alpro, diese Vanillemilch sein. Also wirklich sehr, sehr lecker. Probiert es mal aus. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ach, so müsste es gehen. Und zwar gibt es zum Mittagessen Gemüsepfanne, also selbst gemacht. Jetzt könnt ihr nichts mehr sehen. Und zwar es befindet sich unten drunter Reis. Dann habe ich Hähnchen mit Zwiebel angebraten, Bohnen, getrockneten Tomaten und Paprika. Ja, und dann habe ich noch so eine Tomatensoße bzw. passierte Tomaten drüber getan, gewürzt mit Salz, Pfeffer und Kräutern. Und ja, ich lasse es mir jetzt schmecken. Good morning in the morning. Zum Frühstück gibt es heute einen Frühstückskuchen von Sophia Thiel. Genau, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Rezept. Ja, so meine Lieben, und so sieht das Ganze dann aufgeschnitten aus. Ich weiß nicht, könnt ihr es sehen? So. Es ist schon labbrig, aber es war lange genug im Ofen. Also ich denke mal, wenn man mit Eiweiß arbeitet, wird das immer labbrig sein. So, meine lieben Food Junkies, und zum Mittagessen gibt es heute Gemüsepfanne mit Hackfleisch und Reis. So, meine Lieben, und zum Abendessen gibt es heute zwei Eiweißbrote mit Käse, und zwar Grünländer feine Käseplatte. Und dazu gibt es ein Activia in Erdbeer. Good morning in the morning. Zum Frühstück gibt es heute Low Carb Pfannkuchen mit einer Nutella-Mischung, heißen Himbeeren und Kokosraspeln. So, meine Lieben, was gibt es heute wohl zum Mittagessen? Und zwar Tomate Zucchini Gratin. Und natürlich gibt es dazu Reis. Good morning in the morning. Zum Frühstück gibt es heute zwei Toast, getoastet mit Avocado-Creme, also selbstgemachte Guacamole und Tomaten. So, meine Lieben, und zum Mittagessen gibt es heute meine heißgeliebte Bohnensuppe mit Kartoffeln. Und ja, ich bin gespannt, wie es diesmal schmeckt, da ich tiefgekühlte Bohnen genommen habe, da sie einfach günstiger sind als die frischen. Und ja, ich lasse es mir jetzt schmecken. So, meine Lieben, und zum Mittagessen gibt es heute Penne mit Aprikosen-Nusspesto. Ja, ich habe mal wieder was Neues ausprobiert und ich lasse es mir jetzt schmecken.
So, meine Lieben, und da heute Ostern ist, gibt es diesen leckeren Osterstollen bzw. Osterbrot. Und ja, sieht das nicht köstlich aus? Good morning, in the morning. Zum Frühstück gibt es heute das Osterbrot mit Lachsschinken, Mortadella, Tomate und Zwiebeln. Und ich zeige euch nochmal hier das Brot. Also es ist dieses hier und ja, es schmeckt sehr, sehr gut. Es ist nicht zu süß. Es schmeckt einfach gigantisch. Good morning, in the morning. Zum Frühstück gibt es heute wieder Porridge mit Heidelbeeren und Zimt. Und ich lasse es mir jetzt schmecken. So, meine Lieben, und zum Mittagessen gibt es heute selbstgemachte Pommes mit Zwiebeln, Mayo und Ketchup. Nom nom nom. So, meine Lieben, und zum Mittagessen gibt es heute leckeren Flammkuchen. Nom nom nom.